Ich erforsche, wie private Haushalte entscheiden, wie viel sie sparen, wie viel sie konsumieren und wie viel sie arbeiten. Also die wichtigsten ökonomischen Entscheidungen über den Lebenszyklus hinweg treffen. Ein anderer Teil meiner Forschung befasst sich mit endogenen Präferenzen. Also hier geht es darum, ob die Präferenzen von Menschen bezüglich dem ökonomischen System angeboren sind oder ob sie vom Leben unter einem gewissen ökonomischen System beeinflusst werden. Ich benutze in meiner Forschung natürliche Experimente. Anders als Naturwissenschaftler können Sozialwissenschaftler in der Regel nicht auf Experimente zurückgreifen. Und die deutsche Teilung und Wiedervereinigung ist ein solches natürliches Experiment. Im Bereich der Arbeitsmärkte gibt es sehr viele gesellschaftliche Umbrüche, die für die Forschung interessant sind. Mich interessiert insbesondere, warum wir immer noch große Unterschiede sehen im Arbeitsmarktverhalten und Arbeitsmarkterfolg von Männern und Frauen und welches die Gründe dafür sind. Neue Erkenntnis entsteht durch die Irritation bekannten Wissens. Erst die Störung vorgefertigter Meinungen durch andere Auffassungen, durch neue Daten, durch neue Auffassungen bekannter Daten ermöglichen neues Wissen. Und das verdankt sich häufig dem fremden Blick auf Gewohntes. Dazu bedarf es aber eines, wie soll man sagen, forscherlichen Verhältnisses zur Welt, das sich nicht scheut, mit fremden Augen auf das eigene zu schauen. Frau Fuchs-Schündeln, so mag man sagen, hat sich schon früh angewöhnt, solche Formen des Perspektivwechsels zu kultivieren. Ein Spruch, von dem ich nicht weiß, von dem er stammt, fällt mir in diesem Zusammenhang immer ein, der lautet: Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Frau Fuchs-Schündeln hat sich früh angewöhnt, solche Perspektivwechsel, Richtungsänderungen zu kultivieren. Neben den Wirtschaftswissenschaften hat sie sich an der Universität zu Köln auch mit Lateinamerika-Studien befasst, also eine Fächerkombination gewählt, die den ökonomischen Blick mit der wissenschaftlichen Beschäftigung einer zunächst einmal fremden Region kombiniert, also mit der Bereitschaft, über Ländergrenzen hinweg zu gucken. Und davon zeugt auch Ihre Promotion in Yale 2004, in der Sie erstmals den homogenen Raum wirtschaftswissenschaftlicher Methodik zu einem länderübergreifenden Realexperiment ausgeweitet hat, dem natürlichen Experiment. Solch groß angelegtes und zugleich realitätsgesättigtes Denken stellt nicht nur eine methodologische Innovation dar, sondern entwickelt den Anwendungsbereich der Wirtschaftswissenschaften überhaupt weiter. Mit der Wiedervereinigung ist ein Forschungsgegenstand gegeben gewesen und in einer gewissen Weise eigentlich immer noch gegeben, bei dem Bevölkerungen mit unterschiedlichen wirtschaftlichen, politischen Erfahrungen zusammenkommen. Und die sind ja in Generationenfolge nicht einfach abgeschafft oder abgearbeitet. Und deren Verhalten sich vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen erforschen lässt. Die damit einhergehenden Überlegungen verfolgt Frau Fuchs-Schündeln in den sich anschließenden 5 Jahren als Assistant Professor in Harvard konsequent weiter. Ihr Augenmerk richtet sich vor allem auf die Untersuchung von individuellem Spar- und Konsumverhalten und auf die Herausbildung individueller Präferenzen, die in den Wirtschaftswissenschaften bislang eher als exogen bestimmt angesehen worden sind. Ökonomische Präferenzen sind demzufolge formbar und hängen ab von den soziopolitischen Erfahrungen einer Gesellschaft. Dieser Gedanke mag dem reflektierenden Reisenden schon das eine oder andere Mal gekommen sein. Ihn aber in die Logik eines wissenschaftlichen Großexperiments zu übersetzen, ihn also methodisch zu fassen, ihn von einem Eindruck in eine Erkenntnis zu transformieren,
durch methodisch gezielte Wahrheitssuche. Das ist Ausdruck von Neugier und Sorgsamkeit, von Konsequenz und methodischer Originalität. Nach 10 Jahren in den USA folgte Frau Fuchs-Schündeln 2009 einem Ruf auf die Professur für Makroökonomie und Entwicklung an die Goethe-Universität. Und heute darf man vielleicht sagen, es ist doch ganz schön, dass Sie zurückgekommen sind aus den USA, Frau Fuchs-Schündeln, nach Deutschland. Sie haben mal gesagt, dass die Rückkehr leicht ist, wenn man offen ist für den Austausch, auch über die Ländergrenzen hinweg, wenn man die Kontakte pflegt, auch wenn man in den USA forscht. Heute will ich sagen, ich bin sehr froh für Ihre Aufgeschlossenheit gegenüber dem noch Unvertrauten in der Wissenschaft, wie auch gegenüber dem langsam unvertraut werdenden in einem wechselnden beruflichen Umfeld. Das ist eine Aufgeschlossenheit, die Sie nicht nur erst in die USA und dann zurück nach Deutschland geführt hat, sondern schließlich auch den Leibniz-Preis. Und es ist eine Aufgeschlossenheit, derer wir in diesen Monaten und Jahren in dem atlantischen Verhältnis ganz besonders dringlich bedürfen.